Willkommen zurück hier bei Until Dawn. In der letzten Folge sind wir hier angekommen und haben, glaube ich, den Strom eingeschaltet. Und ich war mal wieder so schlau und habe mir keinen Timer gestellt. So, möchtest du? So, jetzt hat er sich aktiviert. Da bin ich, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt die Stelle kenne ich definitiv noch nicht. Was zum Teufel? Okay. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Was für ein schlaues Kind. Hey, Jessica! Ja. Hey, alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Okay. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Vorsichtig schiebt die Lore weg. Ich springe runter. Das ist echt eine miese Entscheidung. Machen wir mal vorsichtig okay, James, erstmal. Das ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde probieren. Sie ist zu schwer. Nee. Versuch's nochmal. Durchquetschen ist sie immer ist so eine super Sache. Schwer. Vielleicht hast du sie schon gelockert. Aber hier passiert gar nichts. Irgendwelche anderen Ideen? Was dürfen wir jetzt wieder entscheiden? Wir werfen mal die Lampe runter. Okay. Jess, ich werf die Lampe runter. Okay? Augen Boah, ich wette, die kriegt jetzt auf den Was? Kopf oder so. Augen auf! Naja, Achtung! Hast du sie? Ja gut, ausnahmsweise ja, ich mal hab nicht. Sie. Wir hätten doch runterspringen sollen. Boah, wehe, die stirbt da jetzt, ne? Er kann einfach da nichts Gutes dran erwarten. Jess! Jess, was ist los? Was war das? Alles klar? Ich hab etwas gesehen! Was? Da hat sich was bewegt! Okay, bestimmt nur eine Fledermaus oder so. Fledermaus? Okay, ich komme zu dir. Bleib, wo du bist. What? Der steht jetzt auf einmal hinter uns, lol. Wie der auf einmal hinter uns stand. Meine Güte, ey, was stimmt mit dem nicht? Komm schon. Okay, er ist dabei nicht draufgegangen. Das ist schon mal was Gutes. Hallo? Hallo? Meine Güte, ey, was... Das geht einfach nicht. Ich hoffe mal... ich habe jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen. What the... Ich hab mich erstmal voll dreist verklickt. Wenigstens ist er nicht gestorben. Ich habe auf, den Kreis gedrückt. Boah, diese Quicktime-Events. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Ja. Okay. Ja. Das ist nicht gut. Boah, ey, meine Güte. Was ist das? Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Okay, hier geht es. Oh. Darf ich mal vorbei? Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Ich versuche hier erstmal so ein bisschen. Boah, aber hier passiert doch sowas von gleich was Schlimmes. Wieso kann ich da X drücken? Ach so, okay. Eine neue Prophezeiung. Glückstotem, okay. Naja gut, Glück in Anführungszeichen würde ich eher sagen. Wir untersuchen das nochmal. Okay,
Das sagt mir nicht wirklich viel darüber aus, aber nee, ich wollte das jetzt eigentlich nicht nochmal angucken. Boah, echt. Ich erwarte hier eigentlich echt immer nur das Schlimmste. Aber erschrecken tue ich mich irgendwie nicht. Also, bisher finde ich das Spiel echt gut. Und ich wurde bisher noch nicht von YouTube wegen irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen angedingst, weil, bisher, nicht so wie bei Batman, lief alles gut. Ach du Heiliger. Wieso ist die überhaupt heruntergefallen? Wieso sind sie nicht einfach wieder hochgeklettert? Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, gute Idee. Was ist dort? Kann ich da irgendwie auch hingucken oder so? Was ist das? Zigarre. Schräger, so gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Okay. Hier war. Ist ja nur dezent creepy hier. Wow. Das hier ist ja... mystisches Symbol, okay. Kann ich da irgendwie... seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar, okay. Historisch. Oh, wie abgefahren. Ja, das ist total. Wohnen, oder? Nee, hier ist nichts mehr. Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein wofür? Ja, das ist eine gute Frage. Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Ich hoffe mal, ich muss mir das jetzt nicht merken. Okay, dann mal durch da. Das ist, boah, hier wird sowas von noch was passieren. Das merke ich jetzt schon. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Oder auch nicht. Wir sind auf jeden Fall lebend rausgekommen. Das ist schon mal was Gutes. Die Frage ist nur, wo sind wir jetzt? Was haben wir da? Cabin, irgendwas? Okay, hier ist auf jeden Fall nur eine Absperrung. Dann gehen wir mal hoch zum Cabin. Gibt es wohl auch einen normalen Weg zu der Hütte, zu der die sollen? Ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin. Und wie ich hier einfach erstmal die Hälfte umwerfe. Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay, Spaß dir für die Biker. Oh, ein Teleskop. Ja, okay, Spaß dir für die Biker. Oh, ein Teleskop, wie passend. Oh, wow. Alles klar? Ich hab jemanden bei der Hütte gesehen. Ich will auch gucken. Lass mal sehen. Was? Ich sehe das Ganze ja immer so ein paar Sekunden später auf dem Zweitbildschirm. Und ich will ja nichts sagen, aber das sah komisch aus. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Ja, möglich. Allein. Okay, dann gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, das Ganze zu überleben, kann ich mir das hier eigentlich noch angucken. Hey Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Mackenzie Wolf, das da drunter kann ich nicht lesen. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter Fleischfressern, greift Wapitis. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Wisst ihr was? Drückt am besten auf Pause. Wir das mit dem Bären streicheln. Und lest euch das selbst durch. Denn wenn die hier die ganze Zeit im Hintergrund smalltalken, dann kann man schlecht lesen. Da ist auf jeden Fall eine Zaun. Genau, eine Zaun, genau. Ein Tor.
Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin muss. Sieht auf jeden Fall so aus. Okay, da läuft er erstmal direkt wieder in die falsche Richtung. Das wäre mega lustig, wenn er irgendwie gegen so einen Baum laufen würde oder so. Kaum aus dem Tor raus und so disch von Baum. Aber bisher bin ich echt beeindruckt. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich erstmal oh mein Gott zu dem Vieh sagen, zu dem, was da hinten stand. Und dann kommt der, dann kam der Vogel. Wir sind lustig. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Ah ja, okay. Hat mich erschreckt. Da sind wir noch ganz lustig aus der Situation hinausgekommen, ohne jemanden großartig zu blamieren. Vor allem, dass hier auch nicht so eine Brücke einfach einkracht oder so, damit rechne ich die ganze Zeit. Da steht's wieder, Kevin. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Jetzt passiert da auch noch was, wetten. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Schon wieder. Okay. Okay. Hatten wir das nicht schon mal? Ich erinnere mich dunkel. Wo ist sie hin? Dieses Mädchen ist so intelligent. Ich würde am liebsten so viel ihre Intelligenz applaudieren. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Ist ja dreist, da trinke ich gerade und werde direkt wieder in eine Situation hineingeworfen. Okay. Das war creepy. Was war das? Genau. Da hat die Gute schon ganz recht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Weil ich mich in diesem Haus so gut auskenne und so, ne? Hier kann ich als allererstes erstmal was angucken. Ach, Hannahs Sachen, okay. Frohe Weihnachten 2010. Schwesterherz, hab dich lieb, Josh. Traurig, traurig. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die wirklich tot sind. Aber wenn ich ehrlich bin, die sahen nicht so aus. Obwohl ich es nicht hoffe. Tattoo-Künstler. Die hatte, glaube ich, ein Tattoo. So ein Schmetterling hatte die als Tattoo, oder? Ich bin mir da relativ sicher. Da haben wir noch was. Party. Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr, 13.07.2013, hier Casa de Mike, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten, okay. Casa de Mike, das ist wirklich sehr einfallsreich. Da können wir uns noch was angucken. Ein halb zerrissenes Bild. Hauptsächlich C, was? Ich wollte das gerne lesen. Ein zerknülltes Quiz.
aus einer Zeitschrift. Offenbar war Hannah nicht glücklich über die Antwort, die sie bekommen hat. Das bedeutet auf ihren emotionalen Zustand in der Nacht hin, in der die Zwillinge verschwanden. Hauptsächlich COO, das wird nicht funktionieren. Es ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ. Und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg. Lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, tust du es für die Liebe oder tu es einfach? Okay. Ergibt Sinn. Trotzdem, also hat die sich nur tätowieren lassen und ist auch nur weggelaufen, um Mikes Aufmerksamkeit zu erhaschen. Habe ich mir das schon angeguckt? Ja. Okay. Aber ganz ehrlich, die wirkt einfach gar nicht so, als würde die sowas machen. Die wirkte voll so ängstlich, so ein bisschen schüchtern und so. Hannah, Joseph und Beth, ihr seid eingeladen zur Sams Halloween Party, 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht, okay. Die wirkte gar nicht so, als wäre sie einfach so wie die anderen hier drauf. Die wirkt eher so schüchtern. Einfach so komplett anders. Da kommt man anscheinend nicht weiter, okay. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Aber das ist echt... Gut, aber was uns da unten erwartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann!